Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Pamu und wir schauen uns heute einen MAN PGX 26580 an. So wie wir den jetzt gerade hier im Hintergrund sehen. Dazu gehen wir jetzt erstmal in unser Kaufmenü erstmal rein. In die Kategorie LKWs bei den Fahrzeugen. Und da hätten wir im hinteren Bereich den MAN TGX. Kostenpunkt liegen wir bei 150.000 Euro. Ja, und wie man schon mal hier unten schon mal sieht, können wir damit einige Produkte eben halt dann transportieren. Das Ganze ist eben halt ein Dreiachser mit einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h und in der aktuellen Ausführung ja mit 11 Kubik Fassungsvolumen. Da hätten wir dann gegebenenfalls jetzt zu den Konfigurationsmöglichkeiten eben halt die hydraulische Luke. Das wären wir bei 11 Kubik. Dann hätten wir dann mit großer Tür hinten, also man hat schon gesehen, dass wir dann hier eine größere Klappe gekriegt haben. Dann liegen wir schon mal bei 15 Kubik. Dann hätten wir noch den Getreide-Add-on, da wären wir dann bei 26 Kubik. Oder eben halt dann auch den Silage-Add-on, ebenfalls mit 26 Kubik. Und eben halt zurück, und eben halt dann wieder zurück auf die hydraulische Luke. So. Reifenvarianten hätten wir natürlich auch von den unterschiedlichen Herstellern. Da hätten wir zum Beispiel jetzt Continental, Trelleborg, BKTs und die Lizard-Bereifung, wo wir eben halt dann auch nochmal jegliche Varianten nochmal einstellen können. Also bei den Contis hätten wir zum Beispiel Standard, Standard 2, Breitreifen. Bei den Trelleborg hätten wir dann auch einmal die Standardbereifung, Breitreifen. Standardbereifung eben halt wieder. Bei den BKTs können wir nur Breitreifen einstellen. Bei den Lizards hätten wir auch nur Standardbereifung. Ja, gehen wir jetzt auf die Leuchtfeuer bzw. auf unsere eben halt dann Rundumleuchten. Da hätten wir einmal die Variante ohne. Dann hätten wir noch die Variante mit als Rotorbar. Dann hätten wir noch die Lichtbar. Und diese beiden Einstellungen können wir dann da vornehmen. Dann hätten wir noch die Möglichkeit für den Bullbar für vorne. Das heißt mit Bullbar oder eben halt Top. Also ne, oben und unten. Oder ja, weit. Extra Lights dann noch mit dabei. Topbar mit extra Lights. Oder eben halt dann ja, Roof mit extra Lights. Also man sieht schon hier, da haben wir auch dementsprechend viele Lichtkonfigurationen noch mit dabei. Dann können wir noch zusätzliche Blitzlichter nochmal anstellen, die wir dann hier in der Front drinne haben. Oder die wir hinten dran haben, dann hier unten. Damit wir dann auch da eben halt dann eine Lichtbarke hätten. Oder eben halt dann unter Roof. Sprich, dass wir vorne und hinten dann hätten oder keine. Arbeitsscheinwerfer können wir zum Beispiel auch noch mitmachen. Hätten wir dann auch die Möglichkeit mit Back eben halt einzustellen. Da sieht man dann auch hier hinten, dass dann hier hinten so kleine ne, auftauchen. Von der Seite her eben oder eben halt dann überall. Also seitlich und hinten dann. Dann hätten wir auch die Möglichkeit auf eben halt dann unsere Seitenmarkierungen hier. Die können wir dann Ja oder Nein anstellen. Dann hätten wir als weiteres dann noch hier Zubehör. Sprich die Airhorns hier oben oder hier vorne mit dem Sonnenschutz. MAN Lights, das wären hier drinne die Beschriftung oder die beiden Sachen, sprich einmal das Horn und einmal die Sonnenschutz zusammen. Die also das ne, MAN Zeichen und eben halt dann unsere Horns oder nur der Sonnenschutz und unsere eben halt dann Beschriftung innen drin, oder wir können natürlich auch alles einstellen. Dann als nächstes hätten wir dann eben halt dann unsere Kotflügel hier hinten. Da können wir zum Beispiel entweder machen ohne Kotflügel, mit Chrom-Kotflügeln, sprich, da hätten wir dann so ein Riffelblech drüber weg, unsere normalen Plastik-Defender oder ohne. Das können wir zum Beispiel da jetzt einstellen. Die Hauptfarbe haben wir natürlich auch diverse Farbwahlen zur Auswahl, die wir uns dann da gestalten können. Auch gegebenenfalls von der Designfarbe her, sprich von unserer Mulde dann. Ja, Felgenfarbe haben wir auch so eine kleine Farbauswahl, die wir uns dann auch gestalten könnten.
damit das Ganze auch ein bisschen bunter wird. Und unser Kennzeichen darf natürlich auch nicht verwirren, ne? Auch nicht vergessen werden an der Stelle. Ja, und jetzt hätte ich jetzt hier zum Beispiel unseren M1, mit dem wir eben halt dann nutzen könnten, sprich entweder dann zur Ernte, dass wir dann da mit dem, ja, dementsprechenden Anhänger noch mit dran, eben halt dann zu unserer Abtankpunkt eben halt hinfahren, sprich an unsere Drescher, oder eben halt dann das Ganze eben nur für den Transport nutzen von unserem Hofsilo zum gegebenenfalls Verkaufspunkt oder eben halt dazu unseren Produktionen. Hört sich soweit auch schon mal ganz gut an. Die Rundumleuchten funktionieren ebenfalls, so wie auch hier unsere Bremse- und Rücklichter, Blinker und unser Licht. Ja, und hier sehen wir auch das Ganze mit eben halt den ganzen Zusatzscheinwerfern. Fahrer ist ebenfalls animiert und sogar auch dementsprechend unser, ja, Gehäuse sage ich schon, unser Führerhaus. Ja, lässt sich soweit doch recht gut fahren. Bremsen auch, man hört auch dieses schöne Zischgeräusch beim Bremsen. Ja, kann man erstmal nicht meckern an der Stelle. Ja, sieht doch soweit ganz gut aus. Was wir noch nicht getestet haben, ist eben halt unsere Ablade. Ja. Lässt sich auch schön hochfahren. Das ist soweit alles funktionell. Ja, sonst gibt es erstmal nicht viel dazu zu sagen. Außer wir schauen uns eben halt nochmal kurz unsere Lok an. Und unsere Lok ist aktuell da fehlerfrei. Keine Warnings, keine Errors, keine Lures. Wobei ich aber auch sagen muss, ich habe mir das Ganze jetzt im Singleplayer bzw. Einzelspiel angeschaut. Wie es jetzt auf dem Daily-Server ausschaut, kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Wer Interesse hat an diesem schönen M1, den findet ihr aktuell bei ModHub. Gibt es für PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One und Xbox S. Wenn euch sogar auch diese kleine Mod-Vorstellung auch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne ein Abo da und die Glocke nicht zu vergessen, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen und sage Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal.